Ja, in dem folgenden Video soll es um die Bewertung von abnutzbarem Anlagevermögen gehen, und zwar bei einer, wir sehen es hier oben, dauerhaften Wertminderung nach dem Handelsrecht nach HGB. Und wir sehen hier als Startfolie die Ermittlung der Anschaffungskosten. Wir sehen das hier, und zwar von einem PKW mit Anschaffungsnebenkosten und allem, was eben dazugehört. Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wie das funktioniert, schauen Sie sich doch nochmal dieses Video an, denn das ist die Endfolie von dem Video zu den Anschaffungskosten. Sie finden es auch in der Playlist und es wird sicherlich irgendwann auch verlinkt sein unter dem Video. Die Anschaffungskosten waren also am 1. Januar 00. Das nehme ich einfach mal als Demo-Jahr. Das war also am 1. Januar angeschafft und der Preis waren 28.400 Euro. Und das ist ja die Basis, mit der wir dann abschreiben, sowohl planmäßig als auch außerplanmäßig. Aber wir schauen uns erstmal den Fall an, um den es überhaupt geht. Ich blende mal den Rest aus. Also die ganzen Nebenkosten sind jetzt mal weg und wir konzentrieren uns hier auf die Anschaffungskosten, auf die endgültigen. Die Nutzungsdauer des Fahrzeugs beträgt 5 Jahre und jetzt fragen sich vielleicht, woher weiß man das? Ja, das muss man in irgendeiner Form gegeben haben und als Betrieb hat man da auch nur einen gewissen Spielraum. Dort gibt es Abschreibungstabellen, da kann man nachsehen, wie so ein Gegenstand bewertet werden kann, mit welcher Nutzungsdauer. Und Sie merken natürlich auch, 5 Jahre, das ist für ein Auto ja nicht viel, das fährt mit Sicherheit länger, aber das ist eben mal so. So ein Gegenstand ist, auch wenn er ganz abgeschrieben ist, vielleicht ja noch im Betrieb existent. Kurzum, darum soll es auch gar nicht oder muss es jetzt auch gar nicht gehen. Dieser PKW, der Anschaffungskosten hatte von 28.400 Euro, der würde regulär über 5 Jahre abgeschrieben werden. Wir unterstellen also, dass der 5 Jahre lang nutzbar ist. Jetzt passiert aber was. Aufgrund eines Motorschadens sinkt der PKW am Ende des Jahres auf einen Wert von 20.000 Euro. Also wir kaufen den am 1. Januar, nutzen ihn. Und dann kommt dieser Motorschaden und der senkt den Wert auf 20.000 Euro. Und jetzt müssen wir entscheiden, was machen wir am Ende, also am 31.12. in der Bilanz dieses Jahres 00 mit dem PKW, mit welchem Wert setzen wir den an? Und dieses Video oder diese Videoreihe, könnte man sagen, besteht aus 2 Videos, denn wir müssen da 2 Schritte durchlaufen. Ein Gegenstand, der abnutzbar ist, der also wirklich einem regulären Wertverfall unterliegt, und das ist ja bei einem Auto so, das Auto verfällt ja im Wert auch ohne den Motorschaden, denn wir nutzen das und das wird älter, das überaltert technisch. Ein Auto, das also ein Jahr gelaufen ist, das ein Jahr alt ist, ist ja weniger wert als ein PKW, der neu ist. Das ist ja ganz klar, das würden wir gar nicht in Frage stellen. Und in dem ersten Schritt muss so ein abnutzbares Anlagevermögen immer erstmal planmäßig abgeschrieben werden. Also wir würden erstmal trotz des Motorschadens so vorgehen, als ob nichts passiert wäre. Erst in dem zweiten Schritt schauen wir dann, was machen wir mit dem Motorschaden. Und diesen ersten Schritt, diese planmäßige Abschreibung, diese planmäßig lineare Abschreibung, die durchlaufen wir jetzt. Wir haben also nochmal die AHK, das ist die Abkürzung für Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Hergestellt haben wir das Auto ja nicht, deswegen sind es eigentlich nur Anschaffungskosten. Man könnte das H auch weglassen am 1. Januar von 28.400 Euro. Und jetzt schreiben wir ja über 5 Jahre ab und deswegen sind es 20%. Denn überlegen Sie, wenn man das Auto komplett abschreiben will, dann sind das ja 100%. Wenn das über 5 Jahre läuft, 5 mal 20% abschreiben sind ja 100%. So kommen wir auf diesen Prozentwert. Wir schreiben also 20% ab und das ist ein Betrag von 5.680 Euro. Und deshalb sind die fortgeführten Anschaffungskosten, da werden Sie viele verschiedene Begriffe für diesen Wert hier finden. Das könnten Sie auch den Regelwert nennen am 31.12. oder den Restbuchwert. Der beträgt dann eben 22.720 Euro. Also hätte das Auto keinen Motorschaden, würden wir es mit 22.720 Euro in die Bilanz, in die Schlussbilanz des Jahres einfügen, integrieren. Aber jetzt haben wir natürlich noch den Problemfall, dass durch den Motorschaden der Wert auf 20.000 Euro gesunken ist. Und das müssen wir jetzt in Schritt 2 eben auch noch berücksichtigen und schauen, müssen wir den Wert absenken oder nicht. Aber in einem ersten Schritt, das müssen Sie sich unbedingt merken, bei abnutzbarem Anlagevermögen muss immer erstmal planmäßig und linear abgeschrieben werden. Und erst dann gehen wir den zweiten Schritt und prüfen, was machen wir jetzt mit diesem Sonderfall, mit diesem außerplanmäßigen Fall. Und das sehen wir jetzt gleich in Video 2.